Achso, ja, dann seid ganz herzlich willkommen zu Märkte und Trends. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe das Signal nicht gehört, Entschuldigung. Wir begrüßen auch die neuen Zuschauer vom Aktionär TV. Schön, dass ihr das erste Mal dabei seid. Wir haben heute auf jeden Fall einiges zu besprechen. Wir haben gestern von einer möglichen Konsolidierung gesprochen. Heute zieht der DAX wieder an. Wir haben heute auch eine Gewinnmitnahme im DAX zu verzeichnen, im Zertifikatebereich. Darüber wollen wir sprechen. Es soll aber auch um den Netflix-Trade gehen, der wahrlich ein richtiger Quickie war. Also gestern eingestiegen, heute wieder raus nach den guten Zahlen. Dann schauen wir einfach mal auch so ganz grob natürlich in das Depot. Wie bauen wir überhaupt Trades insgesamt auf? Wie ist die strategische Grundhaltung? Natürlich ist hier Risiko-Money-Management auch ein wichtiger Aspekt. Deswegen wollen wir darüber mal allgemein sprechen. Und heute ist so ein bisschen das Thema des Tages die Coinbase, wo wir auch Bezug nehmend dazu auch auf den Bitcoin schauen. Deswegen sitze ich hier mit Sami und Andreas. Grüßt euch auf jeden Fall. Lasst uns mal über den Gesamtmarkt erstmal sprechen. Wir hatten ja gestern gesagt, Konsolidierung, heute zieht der DAX wieder an. Wir haben eigentlich einen super Trade geschlossen, plus 47%. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich viele da draußen die Frage stellen, okay, wie wird überhaupt so ein Zertifikate-Trade aufgebaut? Wie machen wir das? Wie ist die Vorbereitung dafür? Ja, wie treffen wir die Zertifikateauswahl? Was kannst du den Leuten sagen? Genau, also eigentlich sind wir ja schon in den letzten Sendungen ein bisschen darauf eingegangen. Die Betonung liegt auf ein wenig eingegangen. Genau, das wollen wir heute nämlich ein bisschen genauer besprechen. Wir haben ja erstmal, also letztendlich muss man sich ein paar Säulen zusammenstellen. Zum einen ganz klar, wo geht die Marktrichtung hin? Das hatten wir ja auch die letzten Tagen und letzten Wochen mehrfach miteinander besprochen. Auch hier bei uns im Plusbereich immer wiederkehrend, dass wir mit dem Monat Januar, gerade was so die erste Hälfte des Monats Januar betrifft, eher in so eine Konsolidierung übergehen werden. Das hatte eigentlich dann auch genauso der Markt umgesetzt. Und wir haben ja die charttechnische Marke knapp bei 16.400 Punkte erwähnt. Gründe waren einfach, dass natürlich die Großinstitutionellen noch nicht wirklich komplett ihr Tagesgeschäft aufgenommen haben, viele noch in Urlaubszeit sind und vor allem aber auch die Saisonalität bzw. die Berichtssaison noch nicht gestartet ist. Das sind so alles Faktoren, wo man sagt, okay, da wird noch kein reges Interesse da sein, dass jetzt schon die Märkte ihren Haupttrend wieder aufnehmen. Das ist dann auch so gekommen. Entsprechend haben wir gesagt, bei 16.400 Punkte im DAX wollen wir gerne eine Long-Position aufbauen, also ein Zertifikat-Call. Da werde ich auch gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Und das Zweite ist, was könnte den Markt diesbezüglich jetzt wieder Richtung Norden bewegen? Und die Gründe hatten wir ja auch miteinander besprochen. Zum einen, dass wir bis zur Notenbanksitzung EZB, die ja morgen soweit stattfindet, möglicherweise die Märkte stabil halten oder sogar richtungsweisend zum Jahreshoch bewegen. Das war der eine Punkt. Zusätzlich haben wir auch noch die ganz großen Unternehmen, die ihre Zahlen bringen. Beispielsweise heute die SAP, die alleine knapp 8% zugelegt hat. Und das ist natürlich ein Großgigant im DAX, ist ein Superschwergewicht, der ebenfalls seinen Beitrag dazu geleistet hat. Wir haben noch entsprechend nächste Woche die Notenbanksitzung in Amerika, die großen Tech-Konzerne und so weiter. Das sind alles so Faktoren, wo wir gesagt haben, ja, der DAX könnte richtungsweisend an die 17.000 Punkte nochmal ranmarschieren. Darauf basierend haben wir uns dann entschieden, einen DAX-Call rauszusuchen, das zum einen. Und dann wäre natürlich die zweite Frage oder die Frage, die du dann allgemein stellst, wie man ein Zertifikat darauf raussucht, ist, dass wir gesagt haben, okay, welches Risiko sind wir überhaupt bereit einzugehen und welche Volatilität können wir aushalten, also wenn der Trade nicht direkt und unmittelbar startet, was ja auch tatsächlich der Fall war. Ein bisschen ist der DAX dann nochmal gegen uns gelaufen. Wir haben zwei wichtige Faktoren beachtet, zum einen eine kleine Positionsgröße, einen kleineren Hebel, um einfach den Haupttrend weiterhin positioniert zu bleiben mit dem Ziel Richtung 17.000 Punkte. Das sehen wir jetzt auch gerade. Ich glaube, wir sind jetzt bei 16.860. Also ein ordentlicher Schub. Und dann sucht man natürlich auch den passenden Hebel. Also auch hier ein Beispiel, ein Hebel 10 bedeutet, wenn der DAX 1% zulegt, dann macht mein Investment, also mein DAX-Call, 10%. Also er spiegelt das letztendlich 1:1 wieder mit dem Hebel, den wir rausgesucht haben, in dem Moment, wo wir die Position eingegangen sind. Und von daher haben wir jetzt 47% plus. Wir haben aber auch mitbetont, David, gestern auch noch im Schwerpunkt, dass wir gesagt haben, wir werden in den steigenden Markt auch mal Gewinne realisieren, Positionen abbauen. Wir haben ja noch einige Long-Positionen und deswegen ist heute die Entscheidung gefallen, in den steigenden Markt den DAX-Call soweit zu schließen, zumindest bei uns im Team-Depot. Alles klar, dann du hast gerade erwähnt, also Aktientitel, da sind wirklich noch einige auch im Depot, die eben auch per Zertifikat umgesetzt wurden, darunter
auch die Position zu Netflix. Ne? Und das ist auch das, worüber wir mal auch ganz kurz sprechen wollten, da das wirklich ein sehr schneller Trade war, ne? Gestern eingegangen, ist natürlich immer ein gewisses Risiko, auch vor den Zahlen das zu tun. Da war natürlich auch die Sache, wie viel Stückzahlen nehme ich dann von diesem jeweiligen Zertifikat, wie viel Risiko gehe ich da ein. Jetzt ging das natürlich eigentlich voll auf. Ihr seid jetzt aber schon, oder ihr habt euch dazu entschieden, jetzt das schon zu schließen, mit einem eigentlich guten auch Gewinn. Plus 201% sind bei unserem, ich sag mal, Depot von 10.000 Euro ja immerhin direkt mal 2%. Was erwartet ihr aber noch von einer Aktie wie Netflix? Kann man da vielleicht nochmal bezogen vielleicht auf eine etwas längere Bewegung Richtung Norden, also über Wochen, über vielleicht sogar den einen oder anderen Monat da einsteigen? Wie seht ihr das? Ja klar, also die Aktie, wir sehen sie jetzt hier bei unserem Monitor, verläuft ja auch hier in diesen wellenartigen Aufwärtsbewegungen beziehungsweise natürlich auch wellenartigen Korrekturbewegungen, wie man sieht. Grundsätzlich, wenn wir in einem Bullenmarkt sind, von dem wir ja jetzt auch wieder ausgehen, seit dem Herbst vergangenen Jahres ist die Aktie ja auch hier, wie man sieht, seit einem Jahr eigentlich schon wieder in so einer soliden Aufwärtsbewegung. Kann man immer, wenn man hier einen größeren Gewinn gemacht hat, sozusagen, gerade zu den Quartalsberichtserstattungen danach eigentlich schon davon ausgehen, dass die Aktie dann so einen Hauptimpuls hinter sich hat. Man kann ja beide Richtungen spielen, man muss ja nicht immer long spielen. Es gibt ja auch natürlich sehr gute Möglichkeiten, eine Aktie short zu spielen. Nun ist es so, dass bei den Haupttrends man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, ob man so eine Aktie dann überhaupt nochmal short nimmt. Also wenn jetzt der aufwärtsgerichtete Trend vorhanden ist, das ist immer ein bisschen gefährlich, gegen den Haupttrend zu spielen. Dann sollte man lieber diese Rücksetzer beobachten und eher die Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit nehmen. Genauso natürlich wie in einem umgekehrten, in einem Bestmarkt, wo ich natürlich die Bewegung nach oben als Einstieg in eine Short-Position dann nehme. Also was die Netflix jetzt angeht, wir sind jetzt hier in einem Widerstandsbereich, das ist auch der Grund, warum wir jetzt wieder die Position rausgenommen haben. Der ist sehr breit angelegt, das ist hier so wirklich extrem nach oben, 560 bis 80, aber im Wesentlichen hier schon im Bereich, wo wir aktuell takten, diese 550, 540 Dollar, das ist jetzt der vorbörsliche Kurs, das ist schon viel. Man sieht also, dass hier auch die Tendenz zu Gewinnmitnahmen an diesen Kurven hier nach unten, an diesen, wie sagt man, diesen Rückgängen hier in diesen Kursen, da sieht man eigentlich schon, dass da immer die Bereitschaft ist, auch wieder Gewinne mitzunehmen. Und daher haben wir uns entschlossen, da auch erstmal Gewinne mitzunehmen. Wir sterben nicht daran, aber es kann natürlich sein, wenn die Aktie jetzt hier wieder zurückläuft, und zwar oberhalb dieses Ausbruchsniveaus von gestern, was wir da hatten. Und da seht ihr ja, der Schlusskurs war hier so 492 Dollar und auch so diese Bereiche um die 510 Dollar und 500 Dollar sind eigentlich interessant. Sollte die Aktie da natürlich dann nach diesem ersten Impuls wieder zurücklaufen, und wir beobachten das natürlich, und genauso ist es ja hier in den Jahren 2020 bis 2022 auch gelaufen, dann können wir natürlich da jederzeit uns auch wieder unten long positionieren. Zum Traden natürlich auch längerfristiger Traden interessant, dass man die Aktie eigentlich da oben dann gibt und da unten wieder rausnimmt. Ausnahmen sind natürlich, wenn wir aus dieser Range wieder rausfallen. Und der sind wir ja jetzt erstmal dran. Danke dir hier auf jeden Fall für die eine Ausführung, gerade was jetzt Netflix betrifft. Wir können vielleicht mal bei Titel zumindest, die den Nasdaq betreffen, auch mal ganz kurz bleiben. In der Vorbörse habe ich gerade gesehen, dass wir bei guten 17.560 Punkten ungefähr sind im Nasdaq. Also der wird wohl mit einem ordentlichen Gap nach oben eröffnen. Ja. Und wir sind ja auch, wir können das gerade mal bei mir hier im Chart auch sehen, also die Plusmitglieder kennen natürlich diese Ansicht, und wir laden auch jeden ganz herzlich ein, auch einfach die Plusmitgliedschaft mal auszuprobieren, was ihr da alles so für Vorteile habt. Ihr habt natürlich den vollen Anblick und auch die volle Transparenz in das, was unsere Händler hier tun, und das kann man auch für kleines Geld per Wochenticket mal ausprobieren. Ihr seht es hier, Amazon und Alphabet, da ist einmal der Sami und einmal der Andreas, der Trade-Pate. Wie steht es denn um diese zwei Werte, die natürlich auch Schwergewicht sind, na, im Nasdaq? Was ist da bisher passiert? Genau, fangen wir erstmal mit der Nasdaq 100 an. Du erinnerst dich, wir haben ja auch die letzte Woche, glaube ich, verstärkt darüber gesprochen bei der Nasdaq 100. Wir hatten ja auch diesbezüglich mit dem kleineren Rücksetzer Richtung 16.400 auch Argumente mit auf den Weg gebracht, warum wir optimistisch sind, dass die Nasdaq auch da nochmal richtungsweisend ein gewisses Ziel erreichen wird. Jetzt die Frage, kannst du dich noch erinnern, das Ziel, was wir besprochen hatten? 18.000. 18.000. Ich merke mir alles. Genau, sehr schön, weil wir müssen auch mal die Gegenfragen stellen. 18.000, das ist richtig. Und wir schreiben jetzt gerade auf der Uhr 17.550. Also das sind nur noch 450 Punkte, also roundabout 2,5%, 3%, die uns noch fehlen.
bis wir die Zielmarke um 18.000 Punkte ansprechen bzw. ansteuern. Und das lag eigentlich auf der Hand. Also wenn die ganz großen Tech-Konzerne, wie beispielsweise jetzt die Apple, die Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, die sind ja wirklich im Moment richtig stark, also im Momentum und wo der Trend auch weiterhin stärker ausgedehnt wird. Und ich hatte immer wieder gesagt, naja, wenn die großen Tech-Konzerne im Schnitt 5 oder 6% zulegen, was ja letztendlich knapp 1.000 Punkte sind, dann werden wir die 18.000 wahrscheinlich relativ schnell sehen. Wir haben ja auch diesbezüglich jetzt nicht nur darüber gesprochen, über die Nasdaq 100, sondern haben gesagt, okay, wir gehen auch diesen Trade ein um knapp 16.400 Punkte. Unser Zertifikat, was wir damals um 16.4 gekauft haben, haben wir knapp bei 16.300 oder 16.4 geschlossen. Aber aus dem einfachen Hintergrund geschlossen, weil wir 51% plus gemacht haben mit dem Zertifikat. Das ist natürlich ein ordentlicher Gewinn. Der hat also auch knapp 4% auf das Depot mit eingespielt. Und wir wollen ja auch jetzt nicht versuchen, irgendwie bis zum Erbrechen und bis in die Spitze hinein oben voll und ganz mit dabei zu sein. Das wird uns nicht gelingen. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, okay, selbst wenn wir den Nasdaq-Call schließen, um deine Frage zu beantworten, deswegen schauen wir uns auch mal die Amazon-Aktie an. Amazon haben wir auch schon vorzeitig soweit aufgenommen, bei uns als Zertifikate-Trade. Der Hintergrund ist der, dass wir natürlich auch gerade im E-Commerce-Bereich und auch im Prime-Geschäft durchaus sehr gute Zahlen erwarten, ähnlich wie es beim Netflix der Fall war. Netflix hat in diesem Zusammenhang auch vielleicht nochmal mit zu erwähnen, wirklich absolute Glanzzahlen rausgebracht, nicht nur was den Umsatz betrifft, sondern tatsächlich auch was die Kundengewinnung im Abonnementbereich betreffend. 13 Millionen Kunden, das ist wirklich eine enorme Hausnummer. Das war auch letztendlich die Spekulation, die ich hatte über das Abonnentensharing, was da stärker, ich sag mal, dagegen gewirkt wird, um einfach, ich sag mal, mehr Abonnenten zu bekommen und nicht, dass man das Abonnement teilt mit Freunden, Bekannten, Familien und so weiter. Und das andere ist auch mit dem Werbeabo, was hier von Netflix angeboten wird, das auch wirklich sehr viel Zuspruch bekommen hat. Seit Einführung in den Markt sind auch da die Zahlen der Kunden stärker angestiegen. Und das Letzte ist, dass auch hier immer die Frage noch zu klären wäre, wer bleibt tatsächlich der König im Streaming-Geschäft? Und es scheint so, dass tatsächlich Netflix im Moment sehr stark weiterhin die Nase vorne hat, mehr Marktanteile gewinnt und auch ihre Strategien richtig soweit umsetzen. Und was Amazon betrifft, ist die gleiche Spekulation. Also wir erwarten auch hier das abgeschlossene Quartal Q4 mit guten Zahlen und dass auch nach dieser lang anhaltenden Korrektur, die wir bei Amazon haben, durchaus noch einiges an Potenzial vorhanden ist. Wir schauen jetzt gleich nochmal in den Chart, wenn wir das hier nochmal eingespielt bekommen. Im Moment hakt das hier bei uns, ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dann bleiben wir einfach beim Thema. Wir sind da jetzt mit dem Zertifikat roundabout knapp 20% im Plus. Am Anfang, also Anfang Februar kommen die Zahlen raus, bis dahin bleiben wir auch positioniert. Warum? Ganz klar, wir wollen die Strategie verfolgen by the rumors, also die Erwartungshaltung, die Gerüchte, dass viele sich vorher schon positionieren, das haben wir schon Gott sei Dank vorher getan. Und dann abzuwarten, entweder einen Tag vor den Zahlen, also Ende Januar, Position zu schließen oder zu sagen, okay, lasst uns nochmal die Analysteneinschätzungen etwas genauer betrachten, lasst uns mal die einzelnen Rubriken von Amazon genauer begutachten. Da geht es ja im Bereich Gaming, da reden wir über das Cloud-Geschäft. Auch Cloud-Geschäft ist natürlich ein sehr starker Wachstumsmarkt weiterhin für Amazon. Und das Prime-Geschäft ist weiterhin auf jeden Fall noch stark ausbaufähig, so möchte ich es mal formulieren. Man hat ja auch da diesbezüglich im Streaming-Geschäft einige Veränderungen mit angekündigt. Von daher glauben wir schon, dass Amazon auch mit dem abgeschlossenen Q4-Geschäft mit den Zahlen möglicherweise deutlich überraschen könnte. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir noch das Zertifikat haben und auch gerne weiterhin investiert bleiben möchten. Alles klar. Was sagst du zu Alphabet, der Google-Mutter, Andreas? Ja, Alphabet hat ja eigentlich fast zu jeder Gelegenheit... Einfach mal vielleicht die Seite neu laden. Ja, ich lade sie mal. Das hat andere keine Ahnung. Gut, also bei Alphabet ist es so, die haben ja eigentlich zu jeder Zeit immer bombig überrascht, also alles rausgedrückt an Erwartungshaltung und ja, mehr Gewinn, deutlich mehr Gewinn und deutlich mehr Umsatz gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass das diese machen. Gut, lass also fangen wir nochmal mit der Alphabet am besten an. Ach so, gerne, ja klar. Genau, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, wir ein bisschen rausgekommen sind. Und Alphabet ist ja auch in diesem Cloud-Geschäft relativ stark. Wir haben heute die SAP gesehen. Ne? Das ist ja so ein Nebenschauplatz, der sich immer mehr dort auch aufbaut, die von einem sehr starken vierten Quartal berichtet haben.
Also wenn das die SAP schon tut und wenn wir jetzt das originäre Geschäft mal betrachten, dieses Werbegeschäft, was ja Google hat, alle anderen sind davon extrem betroffen, dass es natürlich jetzt nicht so eine gute Wirtschaftslage ist. Bei Google eigentlich immer relativ gut gelaufen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie jetzt große Einbrüche haben werden. Dann muss man natürlich sagen, YouTube natürlich als Beispiel natürlich auch noch dazu, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jetzt kurzfristig da schlechter abschneiden werden, zumindest was die Prognose auch für dieses Jahr angeht, dass das natürlich im April oder im Juli vielleicht wieder ein bisschen anders sein kann, ein bisschen anders aussehen kann. Das ist durchaus möglich, aber wir sprechen ja jetzt von den Erwartungen für das Gesamtjahr, also für die Zahlen, die jetzt für das vergangene Jahr rausgegeben werden und von der Prognose für das Gesamtjahr. Und da bin ich relativ optimistisch, dass sie da auch ihren Weg machen. Okay, wunderbar. Dann lasst uns mal so langsam zum Hauptthema kommen. Ja. Das war ja der Kryptobereich bzw. die Coinbase, die in der Watchlist sich befindet, also die auch natürlich per Zertifikat umgesetzt werden soll. Vielleicht erstmal zum Bitcoin. Na, fangen wir mal mit dem größten Thema im Kryptobereich an. Und da bist du ja auch, sagen wir, sehr stark präsent bei der ganzen Geschichte. Wie schätzt ihr die aktuelle Situation ein beim Bitcoin selbst? Ja, Bitcoin hat halt eine Korrektur vollzogen, 20% vom Top nach dieser ETF-Geschichte, die ja zum Anfang des Jahres hier den Bitcoin nochmal so um knapp 10% nach oben gebracht hat. Da hatten wir so eine Ausgangslage, 43.000, 44.000 Dollar, wie ihr euch erinnert. Und dann gab es halt diese Spekulationen um die ETF-Zulassung, die ja auch gelungen ist. Sind ja auch einige, ich glaube, 7, 8 Fonds zugelassen worden. Elf Fonds vor 2 Wochen zugelassen worden. Ja, und das war allerdings natürlich so ein sage ich mal, noch ein i-Tüpfelchen, weil wir ja vom Oktober schon bis eben zum Jahresende rund 17.000 Dollar zugelegt haben. Das heißt, wir haben hier nochmal so einen Top drauf gehabt. Da ist viel heiße Luft produziert worden, die natürlich dann auch erstmal für einen Rückschlag gesorgt hat. Der war zweistufig, also einmal von rund dem Top da knapp 49.000 Dollar auf 44.000 Dollar und jetzt dann nochmal auf 38.000 Dollar. Damit haben wir eigentlich eine Korrektur dieser gesamten Aufwärtsstrecke seit Oktober um die Hälfte gehabt. Und so haben wir das auch in den einzelnen Aktien gesehen, also auch entsprechend bei einer Coinbase, einer Riot Platforms etc. Und jetzt haben wir natürlich noch wieder die Basic-Nachrichten, nämlich dass wir das Halving am 23. April haben. Da sagte, glaube ich, Samuel noch ein bisschen mehr zu. Und deshalb haben wir uns auch die Coinbase rausgesucht, weil wir hatten ja eine Spekulation auf die MicroStrategy. Da haben sich die Koordinaten ein bisschen verschoben, weil eben das nicht 1:1 mehr zum Bitcoin ist und hier auch Sondereffekte so den Aktienkurs ein bisschen ausbremsen und die Coinbase als ja, Krypto-Plattform letztendlich wird natürlich jetzt nicht nur von einem Bitcoin-Anstieg, sondern von allgemeinem Mehrinteresse im Kryptobereich profitieren. Das heißt, die Rückschläge, die es da jetzt gibt, machen die Aktien natürlich entsprechend auch interessanter. Und die ist nicht ganz so einfach nur Bitcoin-abhängig, wie das zum Beispiel die MicroStrategy ist. Aber zum Bitcoin kannst du ja eigentlich kurz noch was sagen. Ne? Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz zu der Korrektur. Da gab es eigentlich unterschiedliche Einwirkungen. Zum einen, was jetzt nicht, dass der Bitcoin irgendwie zu hoch gelaufen ist, sondern tatsächlich der Ursprung dieser Korrektur tatsächlich der ist, dass viele oder beziehungsweise bei Grayscale den Bitcoin Trust, also die ganzen Investoren, die da drin sind oder auch die letztendlich in den Bitcoin Trust von Grayscale investiert haben, Bitcoins verkauft haben und praktisch in diesen Bitcoin ETF von BlackRock, von ARK Invest aufgrund der Kostenmodelle, die da sind, umgeswitcht haben. Das hat also dafür gesorgt, dass man erstmal die Bitcoins verkauft hat, damit erstmal Druck in den Markt reingekommen ist. Der wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen anhalten. Insgesamt knapp von ursprünglich mit der ETF-Zulassung lagen wir, glaube ich, meines Erachtens nach so knapp bei 640.000 Bitcoin, die da sind. Jetzt sind bei Grayscale noch roundabout knapp 500.000 Bitcoins. Ein zweiter Punkt ist, es gab ja auch diese ewig lange Streitfälle von Mt. Gox und der einzelnen Regulierungsbehörden und auch des US-Staates. Also da reden wir auch von Unmengen von Bitcoins, die damals sozusagen erstmal beschlagnahmt worden sind, also unter die Fittiche genommen worden ist, um dann halt sukzessive an die Anleger von damals zurückzubezahlen. Das hat auch nochmal so ein bisschen Druck reingebracht, weil es noch nicht ganz klar ist, ob die meisten die Gewinne ausgeschüttet haben wollen, weil der Bitcoin ja doch seit, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, 2013, 2014, glaube ich, ordentliche Gewinne gemacht worden sind, um einfach Bitcoins zu verkaufen. Oder viele sagen, nein, wir wollen gar nicht die Bitcoins haben, sondern
beziehungsweise wollen sie nicht verkaufen, sondern bleiben einfach positioniert. Das wird man erst mit der Zeit rausfahren. Da geht es auch, weiß ich gar nicht, meines Erachtens nach um also über 100.000 Bitcoins. Ich habe aber nicht die genaue Zahl. Und deswegen kriegen wir da ein bisschen Druck rein. Hat aber nichts damit zu tun, dass der Bitcoin im Kern irgendwie jetzt geschädigt wurde. Mhm. Betrachten wir das erstmal als Sondereffekt, was jetzt hier gerade passiert. Und dass wir dann, wenn diese ganze Angelegenheit mal über die Bühne gezogen worden ist und alles wieder so ein bisschen im Einklang gebracht wird, dass wir dann auch wieder richtungsweisend an die 50.000 US-Dollar wieder anlaufen werden. Und ein ganz großes Event wird das Bitcoin-Halving sein, wobei das jetzt nicht der Schlüssel das Schlüsselerlebnis sein wird, sondern tatsächlich, was danach passieren wird. Und erfahrungsgemäß durch die Verknappung des Angebotes bei weiterhin noch steigender Nachfrage bleibe ich da weiterhin optimistisch, dass wir dann nach dem Bitcoin-Halving, also wenn die Bitcoin-Rewards, also die Ausschüttung an die Miner halbiert werden, also von 900 auf 450, dann dürfte da auch tatsächlich wieder richtungsweisend die 50.000 Dollar beziehungsweise auch nachhaltige Rekordhöchststände entstehen. Das muss auch nicht im Jahr 2024 passieren. Es kann durchaus sein, dass wir uns ein bisschen über dem Rekordhoch bewegen werden oder unten drunter. Aber ich denke, der ganz große Schwung, damit können wir erst im kommenden Jahr vielleicht rechnen. Vielleicht sogar vorher, aber jetzt unmittelbar, dass man sagt, in den nächsten zwei Monaten geht es jetzt steil nach oben, glaube ich auch nicht, sondern erst nach dem Halving und da wird man tatsächlich dann die extreme Nachfrage bemerken. Wie lässt sich jetzt vielleicht, ich sag mal, die Einschätzung zum Bitcoin ableiten auf die Trading-Idee bei Coinbase? Noch eine schöne Frage. Die Ableitung, also jetzt zu deiner Einschätzung, die du zum Bitcoin hast. Ne? Wie lässt sich das jetzt ableiten zu der Trading-Idee bezogen auf Coinbase? Ja, hat es ja gerade gesagt, die Nachfrage wird hier wieder ein bisschen zunehmen. Das heißt aber auch, diese Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, die wird auch wahrscheinlich relativ schnell beendet sein. Zumindest schaut es so aus. Wir haben nämlich gestern bei diesem Abverkauf nochmal auf 38.000 US-Dollar, ein bisschen sogar drunter, heute eine starke Gegenbewegung gesehen über die Marke von 40.000 Dollar. Das heißt, hier sind die ersten Käufer wieder reingekommen. Das haben wir so in den vergangenen zwei Wochen nicht gesehen. Also man merkt schon, dass da wieder so ein Kaufwille da ist. Und das sehen wir auch bei den Aktien. Das heißt, wir haben ja auch schon in der Sendung heute Vormittag gesagt, so bei 118 Dollar war die Coinbase-Aktie schon nachgefragt. Wir hatten auch so ein Unterstützungsniveau von 117 angevisiert. Das war allerdings auch nur ein Verlaufstief, also nicht irgendwie ein manifestiertes Tief in den vergangenen Tagen. Und jetzt ist die Aktie gestern rausgegangen bei 124 Dollar. Ich glaube, vorbörslich war sie schon bei 127 Dollar, also 10 Dollar schon wieder über dem Tief drüber. Das Hoch bei der Aktie lag aber in diesem Vergleich zum Bitcoin um die Jahreswende bei 200 Dollar. Das heißt also, wir haben hier eine Korrektur vorgenommen von rund einem Drittel. Und das ist sehr attraktiv, also der ist wesentlich stärker noch zurückgelaufen als der Bitcoin selber, sozusagen als Hebel. Und deshalb, was ich ja schon eingangs gerade gesagt habe, warum wir uns die Coinbase-Aktie ausgesucht haben, die hatten wir ja schon auf der Watchlist drauf und schon mal zurechtgelegt. Und jetzt hat sie aber ein Niveau erreicht und auch vom Momentum her und Gleichlauf zum Bitcoin halbwegs. Das ist interessant macht für ein Einstiegsniveau. Also das könnte jetzt schon sehr interessant sein, nach dieser größeren Korrektur in der Aktie wieder unterwegs zu sein. Und ihr hattet ja jetzt auch schon, ich sag mal, ein Zertifikat, das war schon ein paar Tage her, dafür ausgewählt, aber das habt ihr jetzt trotzdem nochmal herausgeholt sozusagen. Ja, es ist ja noch in der Watchlist. Was haben wir da für einen Hebel? Wie ist das Risiko? Das ist ein Zertifikat, kennt man, glaube ich, ME42QT, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Mit einem Hebel von 3,5 und das ist eine Knockout-Schwelle, es liegt bei 94,49 US-Dollar. Das heißt, ein kleiner Hebel natürlich, wie immer bei diesen Positionen, wir gehen ja da relativ einheitlich vor und werden diese Positionen natürlich auch konservativ angehen. Das heißt, wir fahren da kleine Positionen, wie man jetzt mit der Netflix gesehen hat oder mit anderen Trades, mit diesen kleinen Positionen kann man schon anständige Gewinne fahren. Komplett darauf an, wann du da reingehst, also zu welchem Zeitpunkt du dich da einklingst. Und eine Korrektur von 30% ist da relativ attraktiv für, schätze ich mal, oder sage ich mal vom Chart-Ingenieur. Können es leider jetzt nicht mehr zeigen, haben wir aber in der Sendung heute Vormittag schon gezeigt, dass das sehr attraktiv ist. Und Kursziel bei der Aktie wäre jetzt von diesem Niveau 120 bis 125 ungefähr, der Bereich von 160 zuerst mal. Ja. Dass es jetzt gleich wieder auf die 200 Dollar hochläuft,
Das glaube ich nicht. Ich glaube auch ja nicht, dass der Bitcoin gleich wieder bei 50.000 ist. Mhm. Das braucht jetzt ein bisschen Zeit. Aber man kann ja allein schon davon ausgehen, dass nach einer Korrektur von 30%, wenn die abgeschlossen ist, durchaus mal wieder ein Rücklauf folgt nach oben Richtung 15-20%. Natürlich, wie gesagt, über einen bestimmten Zeitraum. Das geht nicht in 3 oder 4 Tagen. Aber es wird ja ausreichen, wenn man das über 1-2 Wochen sieht. Alles klar, danke euch hier auf jeden Fall für die Ausführung. Wenn was passiert, die Plus-Mitglieder kennen das natürlich. Also wenn der Trade ausgeführt wird, ihr hattet ja auch erwähnt, dass es relativ zeitnah passieren kann, bekommt ihr das natürlich auch über unsere App, über den Trade-Ticker. Das kennt man, wie gesagt. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, auch ganz wichtig, liebe Plus-Mitglieder, stellt sie im Nachgang im Live-Chat. Wir haben jetzt leider wohl einen Internetausfall gehabt. Deswegen ist der Stream etwas abgehakt gewesen oder teilweise nicht erreichbar gewesen. Aber da einfach die Information, als Plusmitglied kann man immer in die Mediathek reinschauen. Da versuchen wir natürlich so gut es geht und so schnell es geht, die Sachen immer auch abzulegen, damit sie im Nachgang eben abrufbar sind. Falls es mal, und so ist das halt nun mal live, ich glaube, das kennt man auch von der ARD und ZDF, da sehe ich es auch immer bei der Sportübertragung, irgendwas funktioniert da auch immer nicht. Aber so ist das halt nun mal. Ne? Das ist halt das Echtzeitgeschäft, ja? Das ist keine Aufzeichnung. Da passiert halt sowas. Also, wir danken euch da trotz alledem für euer Verständnis, wenn ihr das aufbringt. Und freuen uns dann natürlich, wenn ihr um 15 Uhr wieder dabei seid, wenn wieder alles funktioniert. So hoffen wir es zumindest zur Wall Street Vorbörse. Da gibt es natürlich dann das Update zur US-Eröffnung. Wie sehen unsere Händler die US-Eröffnung? Was haben sie eventuell vor am Nachmittag? Dazu laden wir euch ganz herzlich ein, dabei zu sein, gratis sowie Plus-Mitglieder. Und ja, ich würde einfach sagen, bis gleich, macht's gut. Ja. Bis gleich.